Geht nicht. Tja, Kotzen ist ja oft eine Lösung, ne, wenn man da krank ist. Brechdurchfall. Am besten, glaube ich, legt man sich bei Brechdurchfall einfach in die Badewanne. Da kann man scheißen und kotzen. Auf einmal. Während man ansonsten sie oft so vor die Kloschüssel hockt, ja, und beim nächsten Mal ausrutscht in den Durchfalltropfen, die man da gelassen hat. Ja, das nächste Mal, ich muss kotzen. Ja, und dann, so sterben die meisten Leute nämlich an Brechdurchfall. Ja, gar nicht an der Krankheit an sich, sondern die rutschen auf ihren Durchfall aus, auf dem Weg zum Kotzen und schlagen sich dann hier den Schläfe an. Schlagen sich die Schläfe an. Ja, und wenn dann bei mir wäre es dann so, wenn sich aus dem Kopf ein scharfkantiger Knochenteil lösen würde und dann in den Bauch sticht, wäre ich tot. Die Kopfbeschädigung an sich würde nichts machen. Ja, das war der Witz, auf den ich hinaus wollte. Der würde natürlich nur funktionieren, wenn ich ihn auf Kosten einer Frau machen würde. Da würden die eher checken, Frau braucht keinen Kopf. Aber jetzt nochmal alles mal in Ordnung zu erzählen. Lieber mal angucken, wer heute bei mir zu Gast ist. Hier. Hoffentlich nimmt ihr den nicht persönlich mit dem Brecheimer. Hier. Ah, da ist die Blende wieder falsch eingestellt von dieser Fingerkamera. Seht ihr, wie dunkel das ist? Naja. Denn genau wie ihre Eltern kommen auch meine Kameraleute aus Ungarn. So, hier, so sah sie mit 15 aus, an der Costa Brava. Da spielte sie Bikini-Model. Können wir das nochmal sehen? Die Blende ist zwar nicht ideal, aber zeigt es doch trotzdem mal. Gut, sie heißt Bettina Betzek, genau. Denn bei uns haben die Playmates noch Namen, nicht wahr, Kamikätzchen? Und für Bettina gibt es nichts Schöneres als einen Tag am Meer. Früher fuhr sie oft nach Spanien an die Costa Brava. Aber am Strand von Kapstadt fühlte sich die begeisterte Schwimmerin auch sehr wohl. Das ist ein Thema, ich merke schon, da haben wir allerhand zu reden gleich. Und gleich ist sie bei mir zu Gast, Bettina Betzek. Und jetzt kommt jemand, der macht bei unserer Studio Staff Reverse Aktion mit. Denn Zuschauer können jeden Montag ab 19 Uhr in den Mediapark 7 kommen und ins Viva-Gebäude hier ins Kamikaze-Studio und sich nackt Dinge aussuchen, die mir andere Zuschauer wiederum eingesandt haben im Rahmen der Studio Staff Aktion. Das geht so lange, bis wir demnächst hier ein neues Studio haben. Und da ist noch jemand gekommen. Haben wir vielleicht ein Mikrofon für den? Herzlich willkommen. Komm ruhig rein. Yeah, hallo. Hi. Guten Tag. Du hast das gesehen im Fernsehen, hast gedacht, du willst hier was haben aus dem Studio. Einiges, ja. Einiges gleich. Alles. Alles? Kamikätzchen nehme ich mit. Das Kamikätzchen. Okay, und was noch? Kamikätzchen. Du willst nur das Kamikätzchen mitnehmen? ja, mal sehen. Muss man ein bisschen rumfahren. Bist du aus Köln, Yves? Nee, Berlin. Du bist extra aus Berlin gekommen? Nee, hab hier in der Nähe von Bonn gewohnt. Und deswegen. Was machst du hier so? Komm ja vorbei. Ja, ein bisschen zurechtregeln, weißt du? Hey, was machst du hier so in Bonn? Hey, hier mit dem Mikrofon. Was sagen die lieber zwei Zuschauer zu dem Popschutz? Georg. So, hier, einfach reinsprechen da. Okay. Das ist schon mal das Erste, was du mitnehmen kannst, ja? Das ist von Georg. Yves heißt er, ne? Ja, Yves. Genau, Yves. Da reinsprechen, auch für Yves. Und was sage ich jetzt? Zum Beispiel, dass du Yves heißt. Yves, wie alt bist du? 27. 28 bin ich jetzt geboren, ne? 26. März. 26. März, genau. 28. Ja. Alles klar. Irgendwann bist du aber auch mal 26. März 26 geworden. Das war wahrscheinlich ein großer Freudentag, was? Vor zwei Jahren, richtig. In zwei Jahren war das. Wo wohnst du denn in Berlin? Unterhalb von Berlin, südlich von Berlin. Südlich von Berlin, genau. Das ist? Teil von Lehmingen, Niendorf. Niendorf. Was machst du? 70 Kilometer südlich von Berlin. Beruf? Hast du einen? Ich versuche mich selbstständig zu machen. Als? Als. Mal sehen. Was hör? Oder mal sehen? Naja, muss ich noch sehen. Mal sehen. Also selbstständig weißt du schon, aber noch nicht genau in welcher Branche. Genau, ne? Genau. Ist ja oft so, dass man da... Computerbranche. Computerbranche. Internet. Pornos verticken übers Internet vielleicht. Ja, zum Beispiel. Okay, da kommen wir langsam auf die Schliche, oder? Zum Beispiel. Ist ja eine Sache, die man nicht unbedingt in den Medien breittreten muss, ne? Dass man da in der Pornobranche... Ach doch, wieso? Ich meine, wieso nicht? Wenn ich das mache, dann kann das auch ruhig publiziert werden. Glaube ich, oder? Ich finde ja. Ja? Ja. Aber kann ja sein können, dass es dir nicht so angenehm ist. So, Yves. Doch. So wie dir, deine letzte Freundin, so läuft uns beiden jetzt die Zeit weg. Hey, ja? Nee, den Spruch, den kenne ich. Mann, lass dir mal neu einfallen. Wieso, der ist doch super. Du hast gerade ein bisschen gespuckt, macht nichts. Weil ja, halt ich zeig mal. Nee, ob das nee. Ist, dass ich die nicht zeige, weil ich habe ja Brechdurchfall. Hast du einen Brechdurchfall? Ich mal aber gar nicht. Nee, ich, Hast du einen Mundspray genommen? Nee. Meine Galle ist irgendwie ganz frisch noch. Ach so, außer ich habe einen Kaugummi genommen. Ja. Kotze und Galle. So, Yves. Nils. Welches Sternzeichen bist du? Widder. Widder. Widder ist ja ein... Widder ist ein Feuerzeichen. Ist ein Feuerzeichen? Kein Erdzeichen? Ja. Nee, Feuer. Feuer, ja. Ich bin Luftzeichen. Luft. Luft, Feuer. Jungfrau, oder? Nee, ich bin Zwilling. Ah, Zwilling. Jungfrau ist doch kein Luftzeichen. Das ist ein... Wasserzeichen. Ja. Stimmt das? Hä? Stimmt nicht?
Was jetzt setzen wir uns, oder? Nee, ja. Du darfst jetzt das mitnehmen. Achso. Ich dachte, ich setze mich erstmal und dann nehme ich was mit. Okay. Mit. Oft denkt man, ne? Und dann geschieht's anders. Ja. Hast du das gesehen, ja, oder? Ja, doch. Werden nochmal machen. Nochmal? Okay. Ja. So. Der Yves, richtig gesehen? Alle Dinge sind drei, oder? Würde ich auch sagen, ja? Genau. Yves, komm, ich hatte vier. Das sind alle vier. Gute, ja? Ich hatte nee, Mikrofon. Bei mir immer noch drei. Ich halte das Mikrofon hin und du machst einen Sound damit. Boah, hier ist ein bisschen was. Zwiebel oder so? Was da? Oder Erbsen? Ich dachte, du bist ein echter Berliner. Ein nee, echter Südberliner Süd, kann genau. Das doch irgendwie ad hoc aus dem Stegreif sozusagen. Geht's? Vielleicht, wenn mir ein bisschen Impuls gegeben wird. Vielleicht dann. Impuls gegeben ja. Wird? Yves, ich weiß nicht genau, was du jetzt meinst. Na, damit, dass hier halt Geräusche. Achso, aus meinem Inneren. Ja, und was für einen Impuls muss ich da genau geben? Außer Losfurz? Ja. Gut, dass du mich das fragst. Ich weiß auch nicht. Du bist du homosexuell, Yves? Noch nie gewesen. Okay, alles klar. Dann habe ich das jetzt falsch verstanden. Gut, würde ich sagen, dann greifst du mal zu. Die Zeit läuft nämlich okay. Jetzt weg. Wie viel Zeit? Drei. Wie viel Zeit? Zwei. Bei null musst du was haben. Eins. Okay. Null. Yves, viel Spaß mit diesem Bild für danke. Deine Oma, ja? Das ja. Mikrofon ist natürlich auch deins. Das ja, auch. Als deine Erinnerung. Mach's gut. Nee, danke, Nils. Und hier, den kannst du auch noch haben. Nee, wieso? Das reicht doch. Ach, Yves. Was reicht der Name? Yves. Hey, schau doch mal, was er mir schenken will. Yves. So, siehst du, es geht doch. Okay. Alles klar. Danke, Nils. Wer geschehen? Yves, Mikrofon ist deins. Ja, danke, Nils. Alles klar. Danke, tschüss. Im Übrigen ist die Aktion hiermit abgeblasen, ja? Am nächsten Montag bitte keiner kommen. Weiter geht's mit Musik. Tschüss.